Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Enderal. Ja, letzte Folge war, oder letzten zwei Folgen, Alter. Ich kann die eigentlich nicht beschreiben. Die sind so weird, so komisch gewesen. Das, ich weiß nicht, was genau das war. Ich kann es nicht sagen. So, hallo, Thealor. Ja, aber es war anders als erwartet. Thealor von den Geschehnissen erzählen. Und der hat uns das Wort der Toten zurückgelassen. Freiwillig. Ja, aber er weiß eindeutig mehr, als er erzählt hat. Ja, sie schienen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die Läuterung erzwingen wollen. Gut, dann machen wir das mal. Merail. Jetzt wird's interessant. So. Und dann gleich wieder zurück. Das ist wunderbar, ne? Wenn du hier so der. Wie nennt man das dann? Transmitter? Keine Ahnung, was der passende Begriff dafür ist. Höher oder niedriger? Höher, okay. Ja. Ja, hier. Aber der alte Mann scheint... Oh oh.
Oh. Anders, irgendwie klarer. Hallo. Das ist ein komisches Geräusch. Hä? Ach so, Waldelementare. Sorry. Das haben wir alles schon irgendwie erzählt gehabt. Was ist meine Aufgabe? Talleyrand Emporium das Ding bringen und die Ausgrabung in Alt-Dhul-Grad unterstützen. Das schaffen wir, denke ich mal. Das kriegen wir hin. Ja. Schwester, Eva? Gottes Willen, die führen dieses Gespräch immer und immer wieder. Es ist wirklich täglich grüßendes Murmeltier, so ein bisschen wie bei Epic Stun mit seinen Videos. Mal was zum Gruße. Ach ja, ich freue mich ja schon ein bisschen wieder auf die Begrüßung aus Skyrim. So. Danke, danke. Hallo, Thealor. Ja, die Splitter werden heute noch an die Hüter ausgehändigt. Bin ich. Was hat es mit dieser Aufgabe an sich? Eine Maschine? Wie soll uns denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Was lässt euch glauben, dass uns diese Maschine etwas nützen wird? Denn Pyrea scheint es ja nicht geholfen zu haben.
Was genau ist noch einmal der Unterschied zwischen den Ischian und den Dilgar? Oder auch Drachenlord. Aha, gut, wie komme ich nach Alt-Dhul-Grad? Ah, wenn es im Herzen liegt, ist Piese genießt die. Also, das dürfte ja also leichter sein, als sich einzuscheißen. Oh, Kalia. Bin ich. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass der Großmeister ausgerechnet uns beide auf diese Mission schickt? Nein, es ist nur, wir sind beide Frischlinge. Ja, gehen wir. Arantia sagte, er kennt den Weg. Ja, dann, was ist eigentlich, warum eigentlich Kirasch? Ist das nicht Kyranisch? Hochinteressant. Nicht. Deus ex machina. Ein Begriff, wo ich früher dachte, es wäre nur dieses Spiel. Heute weiß ich, dass dem eine, ja, ich sag mal doch eher höhere Bedeutung zukommt. Im wortwörtlichen Sinne. Ja, denn wir haben alle irgendwo eine Deus Ex Machina, an die wir glauben. Machina oder Maschina, das weiß ich nicht. Belehrt mich eines Besseren, ich stimme nur dem zu, wer was die meisten Stimmen bekommt. Der Turm hier. Ach, ich sollte gegen den frühen Abend wiederkommen. Jetzt soll ich wieder zurück in die Stadt, oder was? Ach, das ist doch. Ihr seid doch eine Verarsche, Jesper. Also, holla die Waldfee. Unfassbar. Also, genauso buchstabiert. HUNVASPA. PA. Es ist 6 Uhr morgens und dieser Markt ist leer. Ja, gut. Die Bank hat auf. Immerhin. Wusstet ihr, Fun Fact an dieser Seite, wenn man. Die Bank hat zwar auf, aber ich kann nichts. Banken haben ja ihre Öffnungszeiten, ne? 9 Uhr bis 13 Uhr, meistens 14 Uhr bis X. Und du stehst davor, 8:58 Uhr. Der Bankarbeiter kann vor dir stehen. Der darf dir nicht die Tür öffnen, weil Banken erst ab in ihren Öffnungszeiten Versicherungsschutz haben. Nur mal so gesagt, ne? Wenn also theoretisch die Tür um 8:59 Uhr geöffnet würde und dort kommt Rainer Meschmeier rein, der die Bank ausraubt, um 8:59 Uhr, wäre im Prinzip
kein Versicherungsschutz gegeben. Jetzt ist das Problem, dass das vermutlich, das weiß ich nicht, also diese Eingangszeiten von Türen, das sind ja ganz normale Schiebetüren, ne? Die laufen ja über so ein normales Terminal, kennt man ja diese Dinger, ob das wirklich getrackt wird, wann die Türen sich öffnen und schließen, ich vermute nicht. Ob bei solchen Minimaldifferenzen tatsächlich irgendwie, also rechtliche Relevanz ja, aber praktische Relevanz. Es kann, ich sage nicht praktische Relevanz, dass es nicht passieren könnte, dass man dann ausraubt, nein. Ich sage, dass es eher so ist, dass, wie man das feststellen soll. Also ein Überfall zieht sich länger als eine Minute hin. Auch meistens länger als 5. Wenn man jetzt nicht massiv da falsch eingreift und ne, halt 5 Minuten oder du vergisst nach Feierabend die Tür zu schließen. Okay. Wie soll dann jemand da feststellen können, dass das... Ne? Das denke ich mir gerade. Nur so ganz logisch mal. So, hier ist irgendwie alles leer. Hier ist nichts in der Stadt los. Ich habe die noch nie so leer gesehen. Was ist das denn? Naja. Doch. Haha. Nee. Bis demnächst. Ja. Was ist das denn für eine Betonung, bitte? Jetzt muss ich hier dämlich rumlaufen, bis es gleich 8 Uhr ist. Was ist das denn? Ach ja, eine Fleischerei. So. Mist. Okay. Mist. So. Aha. Es ist... Ja. Fleischig eben, ne? Wie es sich für... Wo hab ich denn die Stimme gehört? Oh, hallo! Er sieht mich nicht? Oh Gott, ich hab 5 Kopfgeld. Ich bin da nur eingebrochen. Ja, sorry. Hallo? Ja, bitte. Ja. Dem, also auf jeden Fall. So könnte es jetzt mal bitte langsam irgendwie, ich würde gerne mal. Versteht ihr?
Ich saß 0 Minuten im Gefängnis. Geil. Morgen. Ach ja. Naja, ich mache jetzt mal Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.